Hey Kinders, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends in der Solo Duo Queue zusammen mit Bassi. Bassi ist unten wieder mit Alistair und ich mit einem weiteren Chroma-Skin für Diana in der Mitte und habe die Ehre gegen Katta zu spielen, die lustigerweise den Vasallenauflöser dabei hat. Hab ich bei Katta noch nie gesehen. Geht auch mit einem Langschwert mit dran und nachfüllbarer Tank. Okay. Das ist halt eigentlich selten. So, Shaco. Shaco ist eigentlich ja so einer der heftigsten Jungler, so early. Weil der einem so ziemlich alles versorgen kann. Na, dann bin ich mal gespannt, ne? So! Vayne und Braum. Keine so traumhafte Kombo, gegen die man spielen möchte. Obwohl ich sagen muss, im Moment generell, obwohl alles übel. Und hier werden Auto-Attacks gesetzt. Dann noch mehr, dann noch mehr, dann noch mehr. Die Blutung ist schon da. Alter. First Blood für Darius. Ja, die Blutung darf man einfach absolut nicht unterschätzen. Ast rein. Durch den Heal hat das überlebt. Der Trade ging nicht. Sehr miserabel aus für Tristana. Aber naja, gut. In der Mitte kann ich jetzt schon sagen, werde ich jetzt gegankt abbekommen. Ja, da sieht man's. Typisch! Mitten in der Aufnahme kommt auf einmal eine Zecke auf den Arm. Sauber. Guck mal. Darius und Renekton, ja, die können sich halt immer noch schlacht. Die Blutung ist stark. Ja, leider haben sie die Pappe bekommen. Aber. Nur so sehen. Ah, ne, ist noch jetzt noch gar nicht so weit. Wenn man den Cutter ohne traden möchte. Können wir das gerne machen? Ja, ich hab was machst du denn da? Ja, das war mal ein sehr erfolgreicher Gang von Shaco. Einzige Problem, was ich halt in der Mitte habe, ist... Katta hat halt keine Mana-Kosten mehr. Also durch die Bombe hast du jetzt zwei Minions verpasst, Kippa. Tana. Wieso das war? Also der Trade am Anfang ging eigentlich für sie aus. Die hat aber keine Pappen mehr. Schon. Ja.
Schade, dass er noch keine Ulti hat, ne? Der da hier. Aber jetzt hat der Schatten wieder von hinten. Aber wieder ein Gang für den Arsch. Zack, und da ist der Schatten hinüber. Oh, oh! Können wir uns nicht angucken. Ja, da hat die Katharina ist etwas übertrieben. Und hat ein Engage von mir bekommen. Ich bin Level 6 gewesen. Mit Ignite und das war dann das Ende, ne? So, jetzt gehen wir gemeinsam. Das hat schon 3 Kills, ey. Na komm, was will er machen, ne? Den einzigen 2 Gangs hier großartig gemacht. Naja, 3 Gangs. Bei mir hat er das, den Flash geforst. Und, bei den anderen beiden ist er jeweils einmal drauf gegangen, also war jetzt nicht so unbedingt das Gelbe vom Ei. Vorsichtig, ey. Also die hat sich selten ein wenig mehr an mich herangetraut. Dann geht's wieder los, ja? Also jetzt ist kaum Damage, der darüber gekommen ist. Das will ja eine ganze Reihenfolge. Oh. What? Das hat nicht getroffen? Zack! Sehr schön gespielt. Das Q hinten dran und direkt die Ulti. Mussten wir ihm helfen. Also hindashen, zack! Scheiße, Ignat hat ausgereicht. Ich hab den richtigen angejumpt und das Ignat immer drauf gemacht und dann schon auf dem Licht. Ja, das war alles nicht genug, Rain. Denn Early Damage ist halt echt miserabel. Kann man nichts dran drehen oder ändern. Early Game ist nicht Rains. Der Darius, der hat seinen Spaß mit dem Rennen.
Hat er noch Blech? Ja. Er hat noch Blech. Steht 1-10, ey. Ich würde an Chuckles Stelle aber nicht dahin gehen. Wie sieht's aus? Kata ist schon deutlich hinten vom Farm her. Ja, jetzt macht der Shaco was ein Shaco halt macht. Irgendwo seine Puppen hinstellen und warten. Ah, sehr schön. 97 zu 79, aber ein paar Minions sind noch da in der Wave. Aber trotzdem schon solider Vorsprung. Das gilt es immer zu machen, wenn man die Möglichkeit hat, da reinzugehen. Dann mit der Diana ruhig und ab und zu mal ein bisschen Druck aufbauen. Oh ne, warum hat sie sich dass sie da nochmal zurückgegangen ist, war dumm. Also der Alistair Counterkill war zwar da, aber trotzdem, Tristana hätte halt nicht sterben müssen. Ja, guck mal, wer da vorbeikommt. It's Kane! Oh lol! Ja, na gut, also... Oh nein! Und die Katharina ist nicht gestorben, obwohl sie so close ist. Ja. Katharina damit über 20 Farmen bereits hinter mir. 28 Farmen. Das ist nicht gerade wenig. Und vor allem eskalieren halt beide, ne? Sowohl sie als auch ich. Oh, da geht der Fall bis in die Base. Und zwar. Was denn? Der Fall sah aber richtig scheiße aus. Na, da haben sie viel investiert in mich. Aber am Ende halt den das Gute ist, durch die Rotation von der gegnerischen Botlane haben wir halt den unteren Tower bekommen, ne? Also ist jetzt auch nicht so verkehrt gewesen am Ende. The chase is real! Und Shaco will auch und noch mehr. Ja,
da kommt noch der Renek. Oh mein Gott! Und zack, also dieser Darius, der hat so seinen Spaß. Echt gut gespielt. Oh, das ging in die falsche Richtung. Aber also, egal. Vayne, die bekommen. Leider gehe ich danach auf. Ausgerechnet an Tristana, Tristana, Katharina. Die sonst nichts in die Schüssen bekommt, ja. Der Darius, der sucht nur nach der Möglichkeit, einen reinzuziehen. Ja, Shaco. Hat man schon mal seine Schuhe ausgebaut, ey. Ja, der braucht nur noch eine Weile. Darius hat den Sterix und schwarze Ball. Ja, dann sind wir mal gespannt, wo das noch endet. Katharina konnte auch schon so fast. Oh lol. Oh lol. Also ich konnte nicht folgen. Ich hab dann eine Katharina bei mir noch was gehabt. Aber jetzt hätte ich noch. Jo, Vayne versucht natürlich jetzt nach oben wegzukommen. Mit mir. So einfach ist das nicht. Ja, da hat er sein Q verfehlt. Wenn er mit dem Q gehittet hätte, wäre das der Kill of Renek auf jeden Fall drin gewesen. So, jedoch musste er dann mit seinem Leben bezahlen und hat noch Flash gewastet, also war jetzt nicht allzu erfolgreich. Schnappen wir uns einfach mal gerade den Blue in der Zeit. Mit einem Baum auf Bot. Ja, ja, Basti. Sehr lustig. Ja, mal den Blue auf der Blue ziehen. Könnte interessant werden. Baum und Vayne pushen. Richtig tief, also mit richtig tief meine ich halt so richtig, richtig tief. Ja. Okay. Da sind halt noch ein paar andere. Oh, Braum, was ist los? Wolltest du mich nicht hitten, ja? Scheiße, dann ist da noch so vom Raum.
der mit Hilfe von Vayne natürlich. Aber in der Zeit, wo der ganze Fight hier läuft, und Vayne ist jetzt auch tot, in der ganzen Zeit drückt der Darius, also. Also die gegnerische Jungle gehört jetzt im Grunde komplett uns. Weil was wollen sie großartig machen, ne? Oh, direkt rausgeflasht, die Sau. Überlegt. Kane ist einfach fett schon mittlerweile und Darius sowieso. Also da auch nur mal nicht drüber reden. Also Darius steht 11-1-0, ja. Oh, und da kommt der Renekton. Hat sich aber auch die falschen Freunde ausgesucht. Alter Schwede, dafür, dass er der Tank ist, ne? Na, jetzt sind sie alle hinter Darius. Ja. Ich glaube... Wow. Dafür, dass alle fünf auf die armen beiden Kane und Darius losgegangen sind, haben sie halt mit zwei Verlusten recht hohe Verluste einfahren müssen. Gehen nochmal auf die Botlane, um die entgegenzunehmen. Generell bin ich immer sehr dabei, Minion Waves wegzudrücken. Ja. Ja, das ist unheimlich viel, wenn du da rauskommst. Weiterhin 4 gegen 3. 5 gegen 3 war es, oder? Okay. Wollen sie jetzt wirklich mit der armen Welt da was anfangen? Jetzt splitten sie sich. Das ist nur meine Chance. Oh, er hat sich nur umgedreht. Ja, Traum muss ich glaube, das müssen wir nicht haben. So, die anderen. Was machen die? Oh, die Falken. Ehrlich. Jump. Sehr schön. Bin ich sogar noch mal rangejumpt und habe dadurch den Kill bekommen. Oh, da waren keine Wards drin.
die Band schon gemerkt, die war vonnöten. Zack. Geht gleich noch. Ja, da sah die Karte ein bisschen sehr alt aus. Na? Chaco, was machst du da? Oh, Truppe platzieren und attackieren! Aber ich habe auch noch mein Schild. Da warst du gerade hoch. Gejumpt. Und bis dann. Und naja. Chaco, das war Birds. und 12-3-3, also steht gar nicht so schlecht an den Marios. Ich muss halt immer nur aufpassen, wann ich engage, weil, naja, die Gegner haben halt schon Raum. Der Tanky ist, das engagen kann und den Tod bescheren kann und dann kommt halt Sonic noch hinzu, der zwar gerade, wo der richtige Punkt ist, aber er ist nicht so gut. Während die hier feigen, mit Mühe und Not den Alistair zurückbekommen. Ah, sehr schön. Ach, Darius und ich einfach nochmal die Top-Lane einreißen. Okay. Noch fehlt. Oh, er hat sogar zwei mitgenommen. Oh, und da wollte die Vayne noch unbedingt den Kill. Hat sie aber nicht bekommen. Und die Cutter hat den Low Life Kane auch nicht bekommen. Schon zwei Lanes eingerissen. Ja, und die dritte kommt jetzt auch noch dazu. Ja, Chaco, das war jetzt echt nicht so rein von dir überlegt. Du bist halt zu schnell gestorben. Das war mein Fail. Ich weiß nicht, warum ich da rein wollte, aber es war unnötig. Tu nicht so, Katharina, als ob du da hinterher gehen würdest. Die Face checkt aber auch jedes Mal, ne? Oh Mann, Tristana! Oder vielleicht der Braum extra um den Kill zu securen. Und Vayne hat einen Double Kill bekommen. Und ist damit nicht mehr auf negativer Statistik, sondern noch 998 gut dabei. Hat den Red Buff eingesnackt. Na, was macht er?
Ja, wir sammeln uns langsam für die Botlane. Für den letzten finalen Ansturm. Down. Super Minions kommen auf jeden Fall. Was machen wir? Oh, ich versuche natürlich meine Weichen zu machen. Shane oder Katharina. Elisa geht mitten rein. Katharina auch. Jetzt kommt Tristana sich erst dazu. Aber Darius haut da rein. Meine Fresse. Und Chaco stirbt sogar durch meine Hand. Ansonsten. Alles ganz easy abgeräumt. Nur Tristana muss halt sterben. Ja, die war halt sowieso nicht so ganz. Führende Rolle dabei. Ja, sogar Kane und Darius am Ende verfehlt zu. Ist ja geil.